Spezifikation für das System beim Labor oder im Labor. Noch Vorschläge: GSM oder DAB? Also GSM, aber auch im Sub-Gigahertz-Bereich, ne? Gibt es noch ein anderes? Nee, das ist das sinnvollste Band, ne? Gibt es noch andere Vorschläge? Okay, wer möchte lieber GSM? Einer. Wer möchte lieber DAB? Drei. Ja gut, dann ist es DAB. Das ist alles sehr, sehr knapp. Liegt aber daran, dass sich hier nicht jeder entscheidet, ne? Ist auch in Ordnung. Wenn es egal ist, ist es egal. Okay, DAB, sagen Sie mal eben die Frequenzgrenzen beim Band 3. 39,968 MHz. So, das heißt, wir brauchen dafür eine Antenne. Wir brauchen dafür, also ich werde mal probieren, ob wir dafür hier so einen Low-Noise-Amplifier bauen könnten. Den hätte ich fast gesagt, würden wir verwenden, so, da kaufe ich auch noch die entsprechenden Stecker, dass man den an so einen DVB-T-Stick dran kriegt. Also dafür, die sind relativ, Sie kennen diese USB-Dongles, um DVB-T zu empfangen, ne? Mit denen kann man ja auch DAB empfangen, die sind aber relativ unempfindlich. So, und ich würde jetzt mal gucken, dass wir da den passenden Stecker finden, dass wir diese Antenne, die ist ja auch relativ schlecht, die Antenne, die da dran ist, dass wir die Antenne ersetzen hier und dann LNA und eine Antennenkombination draus machen. Und da muss ich aber gucken, ob ich die Bausteine da habe. Ich hätte hier gerne so einen Matt Power Amp mit vielleicht 200 Milliwatt. Wenn wir das hinkriegen würden, wäre das auch schon ein bisschen, also wäre das auch nicht schlecht. Als Sender, genau. Dann hätten wir jetzt, also das System wäre jetzt nicht ganz durchgängig, sondern wir hätten jetzt hier den Verstärker, also einen Sendeverstärker, einen Empfangsverstärker und eine Antenne. Eigentlich muss da natürlich 100 Watt dran oder sowas, aber das machen wir jetzt nicht, ne? Nur ein bisschen, ja, gut, aber wir haben, das ist zu aufwendig, ne? Also das reicht, das ist schon schwierig genug hier. Also die Idee könnte jetzt sein, dass wir tatsächlich hier unseren USRP da haben. Dann packen wir hier den Matt Power Amplifier hin. Dann haben wir hier eine Antenne. Dann hätten wir hier eine andere Antenne. Also wir machen nur eine, aber ne, hätten hier den LNA und hier den DVB-T USB-Stick. So, dass wir sowas machen, ne? Ja, gibt es noch irgendwelche weiteren Wünsche an die Antenne? Ich hätte jetzt einfach gesagt, eine Rundstrahlcharakteristik. Ja? Oder lieber Richt wird dann auch relativ groß. Rundstrahl. Also möglichst klein wäre ein Ansatz, oder wir sagen, wir haben eine gewisse Richtwirkung dabei. Lieber Rundstrahl, ja. Ich würde es fast sogar sagen, wir lassen uns erstmal aufteilen, wer hier eigentlich was macht. Also die Laborgruppen wieder, ne? Sind Sie Gruppe 3? Okay. Gruppe 3. Ja, dann machen Sie den. Den da, ne? Gut, so. Gruppe 2, Antennen. Passt Ihnen das mit Rundstrahl oder wollen Sie sich lieber an der direktiven Antenne versuchen? Passt? Gut, dann aber Ziel möglichst klein, sodass es einigermaßen fast gerade in die Tasche passt, ne? Ja gut, hier ist nicht viel zu sagen, möglichst gut angepasst.
Ja. Wüsste nicht, was ich da noch groß erklären sollte an der Stelle. Ach so, ja, können wir vielleicht auch mal was machen. Was müssten Sie denn hinkriegen? Also ist hier irgendwas mit 15 dB oder so werden Sie es sicherlich schaffen. Wahrscheinlich eher in die 20. Müsste ich gucken, was der Transistor eigentlich kann, damit wir da nichts Unnötiges verlangen, ne? Also 15 bis zu 20 dB. Sie bleiben wahrscheinlich im 8 bis 13 dB Bereich Verstärkung. So Anpassung jedes Teil für sich. Immer ein Gamma in und ein Gamma aus besser als minus 10 dB. Das ist es eigentlich. Hier müssten wir jetzt, aber das können wir jetzt noch gar nicht, das werden wir dann im Verlaufe des Labors auch lernen. Hier müssten wir eigentlich noch Forderungen an den Dynamikbereich stellen, also an die harmonischen Verzerrungen. Gerade bei dem UFDM-Signal, das hier aus dem DAB rauskommt, ist das echt ein Thema. Macht aber keinen Sinn, das jetzt zu spezifizieren, sondern das messen wir dann, dass es eben möglichst gut wird. Ne? Jo. Noch Kommentare? Dann gehen wir doch damit mal ins Rennen, oder? Ja. Gut. Dann, ja? Also darüber, über die Entwicklung und so hätte ich auch gerne so ein kleines Videochen, ne? So 3 bis 5 Minuten so. Dass man hier, da habe ich an der Antenne gefeilt und da habe ich den Entwurf gemacht gerade mal und hier habe ich gelötet und so. Kann man ja so ein bisschen zusammenschneiden, dass es nicht ganz langweilig wird. Und dann, ja, und da habe ich die Messung gemacht und so ist es dann geworden oder sowas, ne? Also das wäre so das Ziel. Wenn Sie damit also ich frage dann aber nochmal, nicht, wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich das auch in die öffentlich, also öffentlich auf YouTube stellen. Wenn Sie sagen, Sie wollen das nicht, dann ist natürlich das auch Ihr gutes Recht, ne?